Wenn du eine Photovoltaikanlage hast, dann ist nicht nur die Einkommensteuerpflicht oder die Gewerbesteuerpflicht entscheidend, sondern auch die Umsatzsteuer. Was du bei der Umsatzsteuer beachten solltest, wenn du eine Photovoltaikanlage hast, erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und wir haben die Einkommensteuerpflicht und die Gewerbesteuerpflicht von Photovoltaikanlagen schon mal in einem separaten Video betrachtet. Das verlinke ich dir hier oben rechts einmal, deswegen schau da sehr gerne einmal vorbei. Wichtig bei Photovoltaikanlagen ist aber auch die Umsatzsteuer. Wenn du mehr als 10% des erzeugten Stroms in das Stromnetz einspeist, dann musst du Umsatzsteuer zahlen. Und zwar nicht nur auf den Strom, den du tatsächlich einspeist, sondern auch auf den du privat verbrauchst. Warum ist das so? Sobald du mehr als 10% deines selbst erzeugten Stroms quasi in das Stromnetz einspeist, ist deine Photovoltaikanlage wie ein Unternehmen. Und wenn du privat jetzt beispielsweise 80% des Stroms selbst entnimmst aus dem Unternehmen, dann muss dieses Unternehmen für diese Leistungsentnahme Umsatzsteuer abführen. Und zwar 19%. Grundsätzlich klingt es natürlich immer erstmal blöd, dass man Umsatzsteuer zahlen muss. Der Vorteil der Umsatzsteuerpflicht ist allerdings, dass du die Umsatzsteuer, die dir in Rechnung gestellt wird, beispielsweise bei der Planung oder der Anschaffung oder der regelmäßigen Wartung, die kannst du verrechnen. Das heißt, du musst regelmäßige Umsatzsteuervoranmeldungen machen und zumindest eine Umsatzsteuererklärung einmal im Jahr und kannst deine Umsatzsteuer, das heißt die fürs Einspeisen und den Eigenverbrauch, gegenrechnen gegen die Umsatzsteuer, die dir in Rechnung gestellt wurde. Und wenn dir tatsächlich mehr in Rechnung gestellt wurde, bekommst du eine Umsatzsteuergutschrift. Und du hast, wie jeder Unternehmer, als Photovoltaikanlageninhaber bist du wie jeder Unternehmer auch die Möglichkeit, die Kleinunternehmerregelung in Anspruch zu nehmen. Wir haben zum Thema Kleinunternehmerregelung schon einige Videos gedreht und ich verlinke dir die ganze Playlist einfach mal hier oben. Ganz kurz an dieser Stelle, wenn du einen gesamten Umsatz aus selbstständigen Tätigkeiten hast, also Freiberuflichkeit und Gewerbebetrieb und insgesamt unter 22.000 Euro Umsatz pro Jahr dauerhaft liegst, kannst du auf diese ganze umsatzsteuerrechtliche Handhabung verzichten und damit auch verzichten, regelmäßige Umsatzsteuervoranmeldungen zu machen. Entscheidend ist allerdings dabei, dass du wirklich unter 22.000 Euro Umsatz bist mit all deinen Selbstständigkeiten. Wenn du beispielsweise schon ein Gewerbe hast und jetzt noch eine Photovoltaikanlage hast, musst du das zusammenrechnen und musst insgesamt unter 22.000 Euro Umsatz pro Jahr liegen. Insgesamt kann man also sagen, du hast keine Umsatzsteuerpflicht, wenn du mehr als 90% des produzierten Stroms selbst verbrauchst. Wenn du mehr als 10% einspeist in das Stromnetz, dann aber unter 22.000 Euro Umsatz pro Jahr liegst, dann hast du die Möglichkeit der Kleinunternehmerregelung und musst auch keine Umsatzsteuer zahlen. Nur wenn du mehr als 10% in das Stromnetz einspeist und über 22.000 Euro Umsatz pro Jahr liegst, dann musst du tatsächlich Umsatzsteuer zahlen und dann wirklich auf den Strom, den du einspeist und auf den Strom, den du selbst verbrauchst pro Kilowattstunde. Ich hoffe, dieses Video hat dir einen guten umsatzsteuerrechtlichen Überblick über die ganze Thematik Photovoltaikanlage gegeben. Wenn du dir jetzt denkst, ach Mann, ey, Umsatzsteuer, Buchhaltung, habe ich überhaupt gar keine Lust drauf, ich wollte doch nur so eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und nicht laufend Arbeit haben, dann gib das Ganze doch an Steuerberater ab, zum Beispiel an uns. Wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und als Inhaber einer Photovoltaikanlage bist du selbstständig. Das heißt, wir übernehmen auch gerne die Photovoltaikanlage für dich und die Gewinnermittlung und die Umsatzsteuervoranmeldung dafür. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier. Schau aber auch unbedingt in unserer Online-Community vorbei, da kannst du auch gerne alle Fragen stellen rund um deine Photovoltaikanlage. Den Link dazu findest du einmal hier oder schau dir einfach eines unserer weiteren Videos an, zum Beispiel das hier.